Ich bin Rolli. Und heute zu Hause. Sechs Uhr. Ich bin noch müde. Marco, aufstehen! Ich komme. Guten Morgen. Hier ist mein Schlafzimmer und ich liebe mein Bett. Marco, steh auf, 6 Uhr. Kommt, ich gehe ins Badezimmer. Das ist die Badewanne, die Dusche, mein Quietschtier. Das Waschbecken. Entschuldigung, ich muss mal auf die Toilette. Hier ist das Klo. Wartet einen Moment. Guten Morgen. Um 6:30 gibt's Frühstück. Morgen. Morgen, Iri. Morgen. Wir frühstücken im Wohnzimmer. Es gibt Cornflakes, Brötchen, Wurst, Butter, Marmelade und Nutella. Das schmeckt gut. Noch etwas Kaffee? Danke. Kaffee mag ich nicht. Wann stehst du auf, Philipp? Um 7:30. Um 8:00. Um 8:00. Wann stehst du auf? Ich stehe um 9:00 auf. Ich stehe auf um 9:00. Morgens. Und wann stehen Sie auf? Morgens um 5 Uhr. Um 7 Uhr. Ich stehe morgens um 3 Uhr auf. So früh? Ja. Was frühstückst du? Ein Ei, Brötchen und Milch und Wurst. Brötchen. Und sonst noch etwas? Nutella. Knäckebrot und Käse. Brötchen mit Schokolade. Was frühstücken Sie? Ich frühstücke erst ab 10 und dann Müsli. Zwei Brötchen und Kaffee und Marmelade. Was frühstücken Sie? Cornflakes. Cornflakes. Pommes mit Ketchup. Zum Frühstück? Zum Frühstück. Und jetzt Rolli und Rita. Guten Morgen! Es ist 7.30 Uhr, 7:30. Aufstehen, bitte! Guten Morgen! Ich gehe ins Badezimmer. Rolli, wasch dich! Rolli, putz deine Zähne! Zieh dich an, Rolli! Saubere Socken, Rolli! Und hier
Mach dein Bett. Deine Mama kommt um 12 Uhr nach Hause. Es ist 11:30. Marco, komm sofort. Hier ist mein Schrank. Meine Jacke. Meine Hose. Mein T-Shirt. Meine Schuhe. Wo sind meine Socken? Mama, wo sind meine Socken? Meine Haare. Ach, egal. Tschüss, Mama. Marco wohnt in einer Wohnung. Miriam wohnt in einem Haus. Vier Millionen Menschen leben in Berlin. Sie wohnen in einem Haus. Oder in einer Wohnung. Hallo, ich wohne hier in einer Wohnung. Nummer 52. In der Friedrich-Wilhelm-Straße. In Berlin, Tempelhof. Jetzt gehe ich zur Schule. Ich wohne hier. In einem Haus. Nummer 35. In der Gartenstraße. In Berlin, Blankenfelde. Jessica König, Friedrich-Wilhelm-Straße 52, 10345, Berlin-Tempelhof. Daniel Augustin, Gartenstraße 35, in Blankenfelde, in Berlin. In Deutschland, in Europa, in der Welt, im Weltraum. Diese Leute wohnen in der Mitte Berlins. Sie essen beim warmen Otto. Der Kaffee ist aber auch ein bisschen dünn hier, muss ich sagen. Was? Wohnen Sie in einer Wohnung? Oder in einem Haus? Oder? Ich habe kein Zuhause. Ich schlafe auf der Straße, im Freien. Wohnst du in einem Haus oder einer Wohnung? Ich wohne in einer Wohnung. In einem Haus. In einer Wohnung. Wohnung. Wo wohnen Sie? Wir wohnen in einer Wohnung. Ich wohne in einem Haus. In einem Haus. In einer Wohnung. Wo liegt das? Im Osten. Im Westen. Die Wohnung liegt im Westen. Im Westen Berlins. Im Westen. Im Norden.
Im Süden. Wo liegt das? In der Mitte von Berlin. Die Iguazu-Quelle befinden sich am Dreiländereck von Zentralbrasilien, Argentinien und Paraguay. Wir gucken fern. Das ist super. Sie sind eine der meistbesuchten Touristenziele Südamerikas. Wer ist denn das? Esther. Ach, Esther. Im Jahr machen sich hunderte von Touristen auf den Weg zu diesem wundervollen und exotischen Teil der Welt. Das ist Esther. Hallo. 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 Willst du mein Zimmer sehen? Ja, okay. Komm rein. Ah, sieht sehr schön aus. Jessica, du bist ein großer Take That-Fan. Ja, ich finde Take That so gut. Ich auch. Ich habe eine neue CD. Willst du mal hören? Ja, klar. Marc ist total gut. Leiser, bitte.